Ich bin komplett lost. In Bali zurechtzukommen ist ganz anders als wie an anderen Orten, wo alles schon für einen zurechtgelegt ist. Willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin gerade auf Bali und ich bin komplett lost. Und deswegen dachte ich mir... Geht gut los auf jeden Fall. Deswegen dachte ich mir, ich werde heute mit Tim quatschen. Tim und ich kennen uns jetzt schon super lange. Wir waren damals schon in Mexiko unterwegs und du hast mir immer von Bali erzählt. Ja. Wegen dir bin ich auch nach Bali geflogen. Ja. Also nicht nur wegen Tim, aber auch, ne, Tim hat auch eine Rolle dabei gespielt. Und ich sage euch, ich finde Bali für mich mega unübersichtlich. Und ich habe heute auch gesagt, ne, zu dir, ohne Scooter geht gar nichts. Ich kann ja nicht die Straßen lang laufen. Total viel Motorscooter überall halt auch. Ne? Du meintest, ich soll mir einen Scooter ausleihen. Ich fahre allerdings kein Scooter, beziehungsweise bin noch nie gefahren. Und du hast halt zu mir gesagt, hey, Justine, du musst halt dieses Django, weil ich bin ja auch gerade in Django, musst du so ein bisschen erkunden, indem du zum Beispiel an irgendeine Spots fährst, die versteckter sind. Also Bali funktioniert so ein bisschen anders. Die Leute, die haben so einen Eindruck von Bali, alle kennen das irgendwie so von Medien, von Internet, Instagram und so. Es ist einfach ein Ort, der uns überall irgendwie präsentiert wird, aber keiner, der hier war, weiß so wirklich, was Bali ist. Bali ist nicht, was alle so erwarten. Es ist nicht einfach so dieses Paradies, in was man ankommt und so, boah geil, wir sind jetzt, keine Ahnung, wie man sich die Malediven vorstellt, da war ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht. Sondern man kommt hier an und denkt sich erstmal so, boah, was, wie ist das alles chaotisch? Also ja, genau. Es ist crazy und in Bali zurechtzukommen ist ganz anders als wie an anderen Orten, wo alles schon für einen zurechtgelegt ist. Hier ist sehr viel Community, dennoch irgendwie, man findet die nicht, wenn man sie nicht kennt. Ah, okay. Das heißt, die Frage ist, wie kommt man auf Bali richtig an? Ja. Ey, das ist richtig garantiert. Ja, nee, du sagst es, es ist richtig gut. Wie kommt man hier auf Bali an? Genau, weil ich bin ja gelandet in, na gut, am Flughafen, dann bin ich nach Kuta gefahren. Dann war ich nur eine Nacht in Kuta und jetzt bin ich seit 3 Nächten in Django. Eine andere Kollegin hat mir auch schon gesagt, dass Django ziemlich chaotisch ist, ziemlich laut und man kann schlecht laufen. Da dachte ich mir noch so, hä, wie, man kann nicht die Straßen lang laufen? Ich konnte mir das gar nicht so vorstellen, ja, ja, was ist hier los? Ich habe einen ganz anderen Eindruck dann bekommen, wie ich erwartet hätte. Und deswegen brauche ich jetzt deine Hilfe. Also ich würde gerne mal wissen von dir, wie komme ich hier zurecht, beziehungsweise vielleicht welche Orte? Ja. Weil ich habe auch gehört, Bali hat so viele Orte und jeder Ort hat einen verschiedenen Vibe. Und vor allem Ubud, glaube ich, Django, was ist noch bekannt? Man hat Ubud, Django, Uluwatu und dann hat man all die kleinen Touri-Orte. Also okay. Mit Touri-Orte meine ich, es sind wirklich so kleine Hidden Paradises. Man hat Padang Bai, da ist dann der Sunrise und Sunset Beach, heißt der, glaube ich. Dann hat man im Norden Lovina, da sind Delfine. Je weiter man Richtung Westen geht, desto mehr wird das alles Natur, weniger berührt. Man hat wunderschöne Strände bis oben nach Java. Man hat in der Mitte hat man den Vulkan, der ist natürlich auch super attraktiv. Da kann man Sunrise-Hikes sind da so beliebt, dass man da zum Sonnenuntergang kann man auch, irgendwie ist da gegenüber auch noch so ein, ich nenne es mal Hügelberg, von dem man dann auf den Vulkan gucken kann und dann geht dahinter so die Sonne auf. Das ist natürlich schon mega interessant. Ja, das sind so die klassischen Sachen. Aber du hast mich jetzt gerade die Frage gestellt, wie kommt man hier am besten an? Und das Wichtigste ist, man muss sich eigentlich irgendwie einen Punkt rauspicken. Also einfach nach Bali zu fliegen, ist natürlich möglich, machen viele. Ja, aber dann endet man hier und man ist halt wirklich erstmal lost. So. Was geht eigentlich? Ja. Also das Wichtigste ist, man muss sich überlegen, was möchte ich für eine Reise? Ja. Möchte ich als digitaler Nomade hinkommen? Möchte ich irgendwie diese Online-Business-Welt erkunden, die es in Bali unheimlich viel gibt? Das heißt, die Leute, die machen sich alle selbstständig im Internet. Du hast hier viele Influencer. Du hast hier Leute, die einfach so Retreats besuchen, wie man Dinge vermarktet. Das heißt, die wollen ihr Business zu Hause vorwärts bringen, aber connecten sich hier mit den richtigen Leuten. Und da gibt es so verschiedene Szenen. Das ist in Django, ne? Das ist jetzt Digital Nomaden Ding. Genau, dafür geht man am besten nach Django. Also Django, es ist so ein Surferort, also die Leute kommen hier zum Surfen, zum Connecten und halt zum Arbeiten hin. Also wirklich, du hast hier Coworking Spaces, du hast hier viele Cafés und wenn du in ein Café gehst, du siehst auch tendenziell 1-2 Leute mindestens, die immer einen Laptop offen haben. Und wie finde ich diese Cafés? Da gibt es halt die ganzen Internetseiten oder man hört uns halt zu und wir teilen das alles. Das ist halt die Frage. Also ich komme immer gerne in Canggu an. Wir sitzen jetzt gerade in Milo bei Nuuk. Das ist für mich so die einfachste Location. Aber hier findet man... Das ist auch ein Feedgood-Spot. Also das hätte ich jetzt alleine gar nicht gefunden. Hier sitzt jetzt die Community tatsächlich nicht. Aber ich finde es einfach entspannt. Hier kommt man erstmal runter. Weil Bali, das ist wild. Also es ist nicht... Man kommt hier wirklich... Man kommt hier nicht in ein Paradies, wie man das erwartet. Man kommt hier auf echt
staubefahrene Straßen. Ja, es ist so viel Verkehr. Es ist wild, dachte, es ist richtig wild. Spinne, ja. Ich habe sowas noch nie erlebt, ne? Ich aus Mexiko, die ja, ich lebe ja sonst in Mexiko und das ist ja ganz anders. Mhm. Ne? Ja. Deshalb, also man muss sich wirklich darauf einstellen, man kommt hier an, es ist stressig. Mhm. Ja? Hier sind tausende Roller, die sich zwischen den Autos schlängeln und Autos, die einfach hintereinander im Stau stehen, auf dem Weg alle in ähnliche Ziele. Und vermutlich sitzt man in einem Taxi gemeinsam mit allen anderen dann in Richtung Canggu in dem Fall. Am besten, man kommt abends an, kann ich empfehlen. Abends ist der Verkehr weniger, das heißt, man ist innerhalb von 10, 20 Minuten ist man am Ziel. Mhm. Tagsüber kann das wirklich eine Stunde oder mehr dauern, das ist echt anders. Krass. Und dann erstmal Unterkunft ankommen, erstmal runterkommen und dann muss man sich einen Spot raussuchen. Ich kann jetzt keine Namen nennen, ich war jetzt leider seit 3-4 Jahren nicht mehr auf Bali, einfach durch Corona und Alternativen. Ne? Davor warst du halt schon regelmäßig hier, ne? Davor war ich regelmäßig hier. Ich habe gesagt, das ist so einer meiner Heimatspunkte und habe hier einige Monate verbracht. Also ich kenne mich aus. Also du warst jetzt auch auf Ubud, in Ubud. Ich war in Ubud, genau. Mhm. Canggu und Ubud, das sind so meine Spots. Mhm. Ansonsten die Gilis, da gehe ich immer gerne hin und die Nusa-Inseln, das sind so kleine Inseln, die liegen hier vorne vor. Mhm. Und je nachdem, was man für einen Vibe möchte, die Gilis, das ist so wirklich klein, fein. Wirklich, da kriegt man dieses Paradies, was man erwartet. Und Nusa, ich liebe es, Roller zu fahren. Also ich liebe auch diese rollerbefahrenen Straßen. Ja. Für mich ist das geil. Also für mich ist es so ein Racing-Game. Also ja? Ich sag immer, wenn ich nach Bali komme, ja, zuerst muss ich mir einen Roller mieten und dann schaue ich, wo ich wohne. Ach, echt jetzt? Ja, ja. Also für mich ist der Roller ist wichtiger als die Unterkunft. Ja, oder genauso wichtig. Genauso wichtig. Ja, ja, also ohne Roller auf Bali ist man aufgeschmissen. Würde ich niemandem. Wirklich ausnahmslos würde ich das niemandem empfehlen, auf Bali keinen Roller zu mieten. Es ist mutig, ja. Es ist ein sehr ungewohnter Verkehr. Regeln sind hier sehr klein geschrieben. Also wirklich, alle fühlen hier, die fahren nach Gefühl. Es ist ein Abenteuer, worauf man sich einlassen muss. Man braucht auch erstmal seinen Anlauf. Ich kann empfehlen, das wirklich einfach zu machen, irgendjemanden einfach zu fragen, zu connecten. Hey, kannst du mir zeigen, wie ich Roller fahre? Wie gesagt, die Balinesen, die sind auch sau easy. Ja, da, wo man jeder vermietet hier einen Roller, wirklich pauschal. Jeder fährt auch Roller. Pauschal gesagt, also es ist einfach eine Rollerwelt hier. Ich habe halt aber auch gehört, bei mir in der Rezeption im Hostel haben die gesagt, dass es sehr gefährlich ist, Roller zu fahren und dass sie andauernd verletzte Leute sieht, weil die Touristen sich einfach einen Roller mieten. Deswegen ist es auch gefährlich, weil die nicht Roller fahren können. Wenn man keine Erfahrung hat, muss man da aufpassen. Ja. Du hast ja Erfahrung. Ja. Ich bin neu, ich traue mich nicht richtig mit dem Roller jetzt. Ich fahre hier lieber bei euch mit, ne? Muss ich ehrlich sagen. Verstehe ich total. Oh Mann. Wie gesagt, ich gebe mal kurz zwei Regeln. Ja? Also an alle, die das gerade sehen, zwei Regeln. Das erste ist, keine hektischen Bewegungen. Ja? Und das zweite ist, fühl. Denk nicht, fühl. Fühl den Verkehr, ja. Fühl dich wohl, fahr in deiner Geschwindigkeit. Es gibt hier keine richtige und falsche Geschwindigkeit. Die Straßen sind alle wie Autobahnen, nur auf einer Spur. Das heißt, du wirst rechts und links überholt. Du musst hier mit Vertrauen fahren, ja, und dann musst du dich wohlfühlen. Je wohler du dich fühlst, desto einfacher ist es auch für alle anderen, dir zu vertrauen. Und so swiften sich ja alle umeinander rum und so funktioniert hier der Verkehr. Ja. Das ist nicht so wie bei uns, wo Schilder und Ampeln und sonst was, das gibt's hier nicht. Hier gibt's Ampeln, da halten dann auch tendenziell alle an. Aber es gibt zum Beispiel auch wirklich keine Gehwege. Ich finde das so krass, keine Zebrastreifen, kein nichts. Ja. Ich werde hier fast immer angefahren, wenn ich die Straßen lang gehe. Ist kein Scherz. Die kommen so nah an mich ran, so nah. Fahren die an mir vorbei. Ich denke mir, Alter, ist das krass. Ja. Also wirklich, Leute, das ist wirklich ein Thema, deswegen wollte ich es auch ansprechen. Ich war wirklich geschockt. Ich hatte damit ich nicht voll gerechnet. Ja. Ich habe sowas noch nie gesehen. Willkommen in Asien. Nee, also das gehört dazu. Ist wirklich so, also Asien insgesamt ist Rollerwelt. Mhm. In Vietnam sagt man, da gibt es mehr Roller als Menschen. Oh Gott. Ja, und hier auf Bali, das ist schon ähnlich. Bali hat auch so diesen indischen Vibe, also hier ist hinduistische Kultur. Mhm. Es ist anders als Indonesien. Indonesien selber ist muslimisch, islamistisch. Mhm. Und Bali sticht daraus. Bali ist anders. Anders wie alles andere auf diesem Planeten. Es ist auch nicht wie Indien, es ist nicht wie Indonesien. Es ist Bali. Es ist schön. Ja, wir haben hier die Reisfelder. Ich würde jetzt am liebsten so einen Spiegel hochhalten. Es sieht wunderschön aus. Hier gibt es überall Oasen. Man muss sie halt finden. Man muss sie finden. Und das zeichnet Bali aus. Aber lass uns mal wieder zu der Community zurückkommen. Wie kommt man in die Community? Das wollte ich jetzt schon dreimal sagen. Man muss sich wirklich einen Spot aussuchen. Man muss einfach einmal recherchieren. Bin ich ein Yoga-Mensch? Bin ich ein Nomade? Oder was ist meine Community? Ja, jeder kann da seine eigenen Ideen haben. Wenn man Fitness macht, ja,
Geht wirklich. Geht in ein Fitnessstudio, ja, auch wenn ihr Urlaub macht, ja. Die haben natürlich Tagespässe und redet einfach mit den Leuten, ja. Nehmt die Informationen, die euch umgeben, ja. Mhm. Ihr findet im Internet nicht Bali, ihr findet Bali auf Bali. Und so funktioniert das. Mhm. Das heißt, ihr geht hin, ihr geht dahin, wo die Leute sind und da, wo eure Leute sind, ja. Macht das wirklich wie zu Hause ein bisschen, ja. Fitnessstudios, Coworking Spaces für digitale Nomaden, ja. Geht dahin, wo quasi viele Laptops sind, ja, wenn ihr euch irgendwie online-weltmäßig connecten wollt. Oder ganz klassisch, ja, Yoga. Ja, auch für die, die jetzt nicht irgendwie so fitnessaktiv wie mit Yoga das verbinden, ja. Yoga bietet unheimlich viele Seiten. Es gibt auch Tanzveranstaltungen. Ecstatic Dance kann ich empfehlen. Ja, gibt's das hier auch? Gibt's hier auf jeden Fall. Es gibt hier Singkreise, ja. Das klingt erstmal für viele vielleicht ein bisschen bekloppt, aber das ist wunderschön. Dann werden auch Mantras gesungen. Du hast hier sehr viel diesen religiösen, spirituellen Einfluss, dadurch, dass Bali einfach diese Kulturen zusammenbringt. Die Häuser sind hier alle Tempel, ja. Das ist nicht mal eine Metapher. Wirklich, wenn man nach Ubud kommt, da warst du jetzt noch nicht. Mhm. Aber jedes Haus, eins nach dem anderen, ist gebaut wie ein Tempel. Die sind wunderschön, wow, verziert mit Figuren und Gärten und die Straßen, die sind wunderschön. Mhm. Und das ist halt, lasst euch da einfach drauf ein. Und das Wichtige ist, geht dahin, wo die Leute sind, die euch bewegen. Ja. So, mega, voll gut. Du hast das richtig geil auf den Punkt gebracht. Ja. Nice. Also ich habe auf jeden Fall schon mal eine bessere Übersicht und ich dachte erst, was ist los mit mir? Empfinde ich nur das so? Mhm. Ne, warum fühle ich mich noch nicht so wohl hier? Mhm. Aber ich verstehe das. Also ich glaube... Ich kann das einmal sagen, ja, weil ich arbeite gerade an etwas, weil ich kenne das. Ich bin jetzt seit 7 Jahren oder fast 8 Jahre mittlerweile, wird immer mehr, bin ich am Reisen. Und das ist immer so eine Challenge. Ankommen und die Community finden ist immer eine Challenge. Und deshalb, ich arbeite gerade auch an etwas. Ich arbeite immer an irgendwas, wenn wir in Videos sind. Aber diesmal bin ich an was dran, was wirklich die Leute zusammenbringen soll. Das ist eine Plattform, da geht man einfach drauf und dann findet man, ich mache die Welt zu einem Festival, die sagt dir einfach, um welche Uhrzeiten sich wo welche Leute treffen. Mhm. Ja, man geht einfach online. Ich weiß nicht, ob das jetzt für dich okay ist, wenn ich ein bisschen Werbung mache. Ja, natürlich, mach das ruhig. Ich fand das auch sehr interessant. Du hast mir davon schon gerade erzählt. Und ich wusste ja, du hattest mal was vor, was so ähnlich abläuft, dass einfach Urlauber wissen, wohin sie gehen sollen, wo was stattfindet, weil Urlauber, man sich doof, jede Art von dumm Mensch und dämlich sucht. Und dann natürlich kann man die Leute fragen und im Internet researchen und in Gruppen gehen. Aber man muss halt immer in eine Gruppe gehen. Man muss immer da und da und da. Und du hast da halt jetzt was entwickelt, was ich ganz cool finde. Ich habe auch hier das Tribe. Und zwar, das ist quasi eine App, wo man einen Veranstaltungsplan findet, ne? Genau, das ist ganz easy. Es ist eine Veranstaltung organisiert. Man geht online, man sagt, wo man ist. In dem Fall Bali. Man kann auch einfach sagen, nimm den Gerätestandort. Und dann sagt ihr das, um 16 bis 17 Uhr geht das, 17 bis 18 das. Da können quasi die Veranstalter, ja wirklich, es geht um die kleinen Veranstaltungen. Es geht nicht um Facebook-Events oder so, was man woanders findet. Es geht um all das, was unter 100 Leute oder unter 50 Leute ist. Überall da, wo kleine Kreise sind, so dass es möglichst viele Szenen gibt, ja, das findet man da. Da sind wir jetzt hier. Wir fangen gerade an, das hier auf Bali zu verteilen. Mhm. Das heißt, in 1-2 Wochen gibt es hier ganz viele Veranstaltungen. Und dann geht man da einfach drauf und man sieht so, ey geil, ja, da gibt es jetzt einen Singkreis. 19 Uhr ist Yoga da, keine Ahnung, da treffen oder, ne, Yoga. Karaoke oder... Genau. Alles, was es gibt, Drum Circle, wirklich auch einfach Leute, die hier irgendwie Wild Water Rafting und sowas. Ja, sowas gibt es ja auch. Also von Aktivitäten bis zu einfach nur Men's Circles, Women's Circle, wo sich einfach nur Männer und Frauen zusammensetzen und sagen, wie ist es, Mann zu sein? Ja, also solche Sachen. Die gibt's hier. Die gibt's hier, so ja. Wie in Tulum halt und auch das ist Mexiko, geil. Also ich habe da viel schon teilgenommen und es ist einfach ein schönes Umfeld und wie gesagt, es geht darum, einfach für jeden was zur Verfügung zu stellen. Und ja, da arbeite ich gerade dran. Mega. Und, da werden wir auf jeden Fall noch mal mehr Informationen teilen. Also auch ich, weil ich mich da ein bisschen in Mexiko austoben, weil ich das super spannend finde. Auch für mich selber, weil ich weiß, es gibt viele coole Sachen auch in Mexiko oder in Cancun. Man findet die nicht. Eisbaden in Cancun gibt es. Da denkt man sich, hä, wie komme ich da rein? Da kommst du nur hin, indem du Freunde hast, die das machen oder so. Aber so als Tourist, wie willst du da hinkommen? Und das finde ich richtig cool. Dankeschön auf jeden Fall fürs Teilen. Ich bin gespannt. Sehr gerne. Ja. Wie gesagt, da werde ich euch auch noch updaten in anderen Videos. Und dann wollte ich noch mal ganz kurz was sagen, und zwar zu Canggu. Ich glaube halt auch, was ich jetzt auch geresearched habe und so weiter, ich glaube, Canggu ist auch ein Ort, der gut ist für Leute, die einen längeren Aufenthalt planen. Und wenn man vielleicht nur so 3-4 Tage irgendwo ist, ich glaube, dann ist das ein bisschen schwieriger hier. Weißt du, um hier anzukommen? Ja. Ich glaube, das geht nicht in kurzer Zeit. Ich glaube, das ist ein Spot, wo die Leute leben eher. Wenn man Leute kennt,
Ja, ja, aber ich meine, wenn du nur 3-4 Tage hier bist als Urlauber, du willst schwierig. Ja gar nicht so eine Community ja. richtig aufbauen. Ja. Aber ich habe das erlebt Gefühl, es sehr anders. Das ist ein Community-Ort, ja. weißt du? Ja. Und das sagen auch viele Leute, die Videos über Chengdu machen, die hier leben. Ja. Die leben ja hier nicht ohne Grund. Ja. Ne? Aber die sagen auch, hey, wenn du Paradise haben willst, so Urlaubs-Vibes, dann ja. geh Gili Travangan, Gili ja, Air oder... Genau. Was weiß ich. Ja, auf jeden Fall cool. Ich würde sagen, das war es auch schon. Ja. Das war ein volles Ich finde, wir müssen auf jeden Fall nochmal ein Video machen über die ganzen Orte, die es hier gibt. Mhm. Aber das machen wir einfach in einem anderen Video. Mhm. Ja. Und dann auch nochmal vielleicht auch die Nachteile, weil ich finde auch, also da wird auch viel jetzt diskutiert. Mhm. Wie auch über Tulum zum Beispiel, könnte ich auch so ein Video machen, dass da viel gebaut wird und sich der Vibe ein bisschen verändert. Und das habe ich auch hier im Gefühl. Und du hast ja auch den Vergleich von damals zu heute. Aber darüber reden wir nicht jetzt, sondern in einem anderen Video. Und ich bedanke mich für deine Zeit. Ja, danke sehr gerne. Ich freue mich immer. Ja. Und danke für die Infos und dann bis zum nächsten Mal. Super. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Und wenn ihr gerade auf Bali seid oder noch irgendwas dazu zu werfen habt, dann gerne in die Kommentare rein. Wie gefällt euch Bali? Kommt ihr hier schnell zurecht? Und seid ihr Rollerfahrer oder kommt ihr auch zu Fuß zurecht? Ich glaube aber, keiner wird hier keinen Roller haben. Ja. Wie gesagt, also es gibt ja auch die Touris, die keine Roller haben. Aber dann man erlebt es anders. Also dann ist man ist nicht in dem Paradies, warum Bali so bekannt ist. Mhm, ja. Man hat hier die Kultur, natürlich, es hat immer seine Reize. Aber Bali ist Community. Okay. Ja, so sehe ich das. Ja gut, danke schön. Ja. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Cool. Ciao. Nice. Ja, Sophie. Like das Video. Abonnieren nicht vergessen. Genau. Direkt abonniert, Junge! Mann!